Hallo zusammen, wir sind heute live, um euch mehr Einblicke in unsere Bern-Stipendien zu geben. Das Stipendienprogramm ermöglicht Jugendlichen aus dem Regierungsbezirk Stuttgart ein Highschool-Jahr in den USA. Falls ihr euch bewerben möchtet, die Bewerbungsfrist für das Schuljahr 2023/24 ist Ende diesen Monats, also am 31.10. Wir haben heute zwei ehemalige Stipendiatinnen eingeladen, Mathilda und Emily. Ich lasse die beiden gleich mal rein, beziehungsweise schaue, ob die schon da sind. Falls ihr Fragen habt an die beiden, könnt ihr gerne das Fragentool verwenden und eure Fragen so stellen. Ich schaue jetzt mal, ob ich die beiden finde. So, hi. Hallo Emily, wir warten jetzt noch kurz auf Mathilda. Mal gucken, wann sie kommt. Schön, dass du schon mal da bist. Das freut mich auch. Versuch's jetzt nochmal, sie reinzuholen. Ich hoffe, es klappt, vor allem beim Proben ging's. Wir gucken, wir versuchen es weiter. Emily, vielleicht kannst du ja schon mal anfangen und dich vorstellen. Also woher kommst du? Wo warst du? Also ich bin die Emily. Ich komme aus Stuttgart, also direkt aus Stuttgart. Ich gehe auf die Freie Evangelische Schule in Stuttgart. Das ist eine Privatschule in Thüringen. Ich war in den USA in Massachusetts, das ist an der Ostküste. Und ja. Okay, ich sehe gerade, ich kriege hier eine Meldung, dass irgendwie Mathilda nicht reinkommt. Ich weiß aber nicht genau, warum. Wir versuchen das einfach nochmal. Okay. In der Zwischenzeit machen wir einfach mal weiter. Vielleicht kannst du aber ganz kurz sagen, wie war es und was war dein Highlight? Also ich habe es wirklich geliebt. Es hat so viel Spaß gemacht. Mein absolutes Highlight war, als wir in den Osterferien in New York waren. Das ist nicht so weit weg von Massachusetts. Also wir sind da, keine Ahnung, 5, 6 Stunden hingefahren. Und das hat wirklich so viel Spaß gemacht. Ich liebe New York. Wir waren da für eine halbe Woche oder Woche und haben halt auch, also halt typisch die ganzen, die ganzen Sehenswürdigkeiten abgeklappert. Aber dann haben wir uns halt auch einfach nur irgendwo in einen Café gesetzt und einfach so dieses Stadtleben in New York angeschaut. Und es war wirklich so schön und es war so ein schöner Einblick. Ja, das war mein absolutes Highlight. Cool. Schön, Mathilda, dass du es geschafft hast, doch noch reinzukommen, trotz technischer Schwierigkeiten. Vielleicht kannst du dich auch ganz kurz vorstellen. Emily hat es gerade schon gemacht. Und auch vielleicht danach erzählen, was dein Highlight war. Also erstmal, ich bin Mathilda. Ich wohne im Rems-Murr-Kreis in einem kleinen Dorf. Und ich war in Minnesota, das ist ganz im Norden der USA. Und ich habe nicht weit weggewohnt von Minneapolis. Das kennt man vielleicht, das ist die größte Stadt in Minnesota. Und mein Highlight war meine Chortour. Und zwar bin ich in der Schule dem Chor beigetreten. Und dann habe ich mit allen meinen Freundinnen 5 Tage in San Diego verbringen dürfen. Und es war wirklich mein absolutes Highlight. Es war einfach eine super schöne Zeit. Eben mit meinen ganzen Freunden und mit dem Chor. Es war einfach richtig cool. Und ein anderes Highlight, was wahrscheinlich auch gleich viel bedeutet für mich, war mein New York-Urlaub mit meiner Gastfamilie. Wir waren über den Spring Break, waren wir eine ganze Woche in New York. Und einfach das New York zu erleben, war einfach wirklich sehr, sehr cool. Bin ich sehr dankbar für. Cool, du hast es gerade nicht gehört, aber Emilys Highlight ist auch New York. schön, dass dass euch das beide gefallen hat. Die USA hat insgesamt natürlich sehr viel zu bieten. Nicht nur New York, aber ihr habt ja auch noch ein bisschen mehr gesehen. Genau, vielleicht fangen wir mal am Anfang an. Also so ein Auslandsaufenthalt bedeutet ja auch das Leben in einer fremden Familie. Wie war so die erste Begegnung mit eurer Gastfamilie und wie hat sich auch das Zusammenleben im Verlauf der Zeit entwickelt? Emily, vielleicht kannst du gerade weitermachen. Das erste Zusammentreffen am Flughafen war super schön.
super herzlich. Also so typisch, die Türen gehen auf, man läuft da raus und dann steht ja die Gastfamilie auch am Flughafen. Also ich, ein paar andere Freunde, die mussten dann auch erst nochmal Bus nehmen und dann haben sie ihre Gastfamilie kennengelernt. Ich habe es aber direkt in Boston, also ich bin Stuttgart-Boston, nee, ich bin Frankfurt-Boston geflogen. Und ja, also das erste, also ja, das erste Eintreffen war super herzlich. Wir sind auch nach Hause gefahren. Dort haben sie für mich gekocht, das Zimmer war dekoriert, auch mit so einer USA- und Deutschlandflagge, also wirklich sehr schön. Das hat sich so auch weiterentwickelt. Ich würde sagen, meine Gastfamilie war sehr amerikanisch. Also sie haben, also sie macht es einfach sehr gerne, zu Hause zu sein, viel Fernsehen zu schauen, was ich total verstehen kann, das ist Teil ihrer Kultur. Aber für mich war es halt wichtig, oder ich wollte halt lieber so, ja, einfach so, also mehr rausgehen, mehr erleben, sowas. Das mache ich in Deutschland mehr und das wollte ich halt dort auch mehr machen. Das hat aber auch geklappt. Also ich habe dann halt mich mit ihnen offen unterhalten und dann habe ich halt immer was für mich gemacht, wenn sie halt nur drin sein wollten. Dann haben wir auch immer wieder was zusammen gemacht. Cool. Und wie sah deine Gastfamilie aus? Also hattest du Gastgeschwister, Haustiere, große Familie, kleine Familie? Ich hatte eine ganz kleine Familie. Ich hatte also meine beiden Gasteltern. Ich hatte eine Gastschwester, die war 18, oder sie ist 18, und ich hatte eine Katze. Ja. Sehr schön. Mathilda, wie war das bei dir? Wie war deine Gastfamilie so und wie war das Zusammenleben? Also bei mir war es ähnlich wie bei Emily. Wirklich sehr, sehr schön. Die erste Begegnung war auch sehr schön. Meine Gasteltern haben mich am Flughafen abgeholt, hatten auch so einen Willkommensposter für mich. Wirklich sehr, sehr nett. Und dann sind wir nach Hause gekommen. Ich hatte einen bisschen längeren Flug. Ich hatte zwei Flüge. Also bin ich auch erst spät abends und hatte dann wirklich auch mit Jetlag zu kämpfen. Aber dann auch die nächsten Tage haben wir uns einfach gleich von Anfang an super gut verstanden. Ich habe mich super wohl gefühlt. 2 Tage später sind dann auch meine Geschwister aus dem Sommercamp zurückgekommen. Das war auch total schön, die dann endlich kennenzulernen in Person und total einfach super herzlich aufgenommen. Und ich habe mich auch wirklich sehr, sehr schnell in meiner Gastfamilie gut eingelebt. Also das hat eigentlich super geklappt und ich bin wirklich sehr, sehr schnell auch sehr, sehr mit ihnen zusammengewachsen. Das ist jetzt schon wie so eine zweite Heimat, eine zweite Familie für mich. Also Cool, haben auch sehr ganz, schön. ganz viel mit mir unternommen. Und Genau. wie alt waren deine Gastgeschwister, wenn du sagst, die waren im Feriencamp? Also, ich hatte zwei Gastschwestern und einen Gastbruder. Der Gastbruder war 18, die Gastschwestern 12 und 16. Also eigentlich auch ganz gut, ganz passend vom Alter. Genau, dann hatte ich noch zwei Hunde in meiner Familie und meine Gasteltern. Sehr schön. Highschool, ja, bedeutet Highschool. Was war für euch so der stärkste Unterschied zum Schulleben in Deutschland? Emily, willst du wieder anfangen? Ja, gerne. Also für mich also der stärkste Unterschied war erstmal die Klassen, dass du jede Klasse mit anderen Schülern hast, also ganz anders als in Deutschland, dass sich das halt viel mehr durchmischt, du lernst viel mehr Menschen kennen. Und auch, also eine Highschool hat immer nur 9 bis 12, also Klassen, also Klasse 9 bis Klasse 12. Also das heißt, dort sind keine 5. Klässler, keine 6. Klässler, sowas. Aber bei mir waren trotzdem, weiß nicht, 1200, 1500 Schüler in der Schule. Das war trotzdem eine große Schule. Also, es hat eine gleiche Größe wie meine deutsche Schule, aber also halt der Altersdurchschnitt war viel höher. Und dann halt Schulsport. Das ist so anders, dass man einfach nach dem Unterricht direkt in Sport geht oder was anderes in der Schule macht. Und das dann aber halt bei mir war es zumindest so die gleiche Freundesgruppe war. Und ja, das ist einfach ganz anders als in Deutschland. Was für einen Sport hast du gemacht oder was für eine Aktivität? Leichtathletik, also Track and Field, ja. Mathilda, wie war es bei dir? Was waren so für dich die Unterschiede? Also ähnlich wie bei Emily, einfach diese Klassen, du lernst einfach auch viel mehr Leute kennen, dadurch, dass du eben jede Klasse mit unterschiedlichen Leuten hattest. Und halt bei mir waren es auch 3000 Leute auf der Schule, also wirklich 3000 Leute in deinem Alter, Wow. was natürlich sehr, sehr cool ist, um auch Leute kennenzulernen. Was ich auch unterschiedlich fand, einfach das irgendwie auch Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern. Ich habe die als sehr viel lockerer empfunden als in Deutschland. Also du konntest wirklich mit deinem Lehrer über alles reden. Und ich fand es einfach total cool, einfach mehr so, also jetzt nicht wirklich freundschaftlich, aber viel, viel lockerer und sehr, sehr nett auch, meine Lehrer. Genau, und dann eben auch die Sportarten von der Schule. Das ist natürlich auch super, dass es da so viele Möglichkeiten gibt, einfach auch Sport zu machen. Was hast du was gemacht so als Freizeitaktivität in der Schule? Ja, ich habe tatsächlich drei Sportarten gemacht, also in jeder Saison eine.
Ich habe mit Tennis angefangen im Herbst. Im Winter habe ich Nordic Skiing gemacht. Das ist Langlaufskifahren, einfach nur als Rennsport praktisch. Und im Frühling habe ich genau wie Emily Leichtathletik gemacht, also Cool. Track and Field. Das heißt aber auch, ihr konntet dann während des Schuljahres eure Sportart wechseln oder ihr musstet die sogar wechseln, weil also Skifahren kann man ja nicht das ganze Jahr selbst in Schule. Genau, da gab es drei Saisons und dann gab es immer eben unterschiedliche Sportarten zu jeder Season. Okay. Was bei mir vielleicht, Entschuldigung, auch noch ein Ja. bisschen der Unterschied war, also zu deutschem Sport. Bei mir war das zumindest so, ich hatte 6-mal die Woche Training, also jeden Tag nach der Schule und samstags. Also die sind da viel, also wenn du einen Sport machst, dann musst du ihn wirklich machen. Dann musst du da auch motiviert sein, weil wenn du eigentlich da gar keine Lust drauf hast, dann ist es eher schwierig, das durchzuziehen. Ja, das ist sehr anders als in Deutschland, finde ich. Aber ich finde es eigentlich cool, weil dadurch hat man, also ich habe es nur ein Jahr gemacht und also ich habe 2 Seasons gemacht, aber man hat trotzdem schon voll schnell voll die großen Unterschiede gesehen, einfach weil du so oft so viel trainiert hast. Ja, und es sorgt ja bestimmt auch für einen engen Zusammenhalt im Team oder mit Ja. den anderen, je nachdem, was für eine Aktivität das ist, wenn man so viel Zeit auch miteinander verbringt und ja auch gemeinsam Erfolge feiern kann. Ihr hattet es ja gerade schon vom Leute kennenlernen, wenn, und auch von der Gastfamilie und in der Schule, da muss man ja reden. viele machen sich im Vorfeld Sorgen um die Englischkenntnisse. Hattet ihr da irgendwie Sorgen? Wie war das bei euch? Seid ihr damit klargekommen mit eurem Schulenglisch? Mathilda, vielleicht möchtest du anfangen diesmal. Also ich habe mir da tatsächlich auch Gedanken vorher gemacht. Es ist natürlich muss man reinkommen in die Sprache, keine Frage. Aber du sprichst dann einfach so viel, also eigentlich die ganze Zeit Englisch und da kommt man so schnell rein. Also ich war nach 1,5 Monaten eigentlich, musste ich mir keine Gedanken mehr machen, irgendwie jeden Satz dann von Deutsch auf Englisch zu übersetzen. Irgendwann fängt man dann auch an, auf Englisch zu denken, auf Englisch zu träumen und dann geht es eigentlich wie automatisch. Also natürlich in der Schule ist es am Anfang vielleicht auch herausfordernd ein Stück weit, weil man eben alles, den ganzen Unterricht auch nur auf Englisch hat, aber da kommt man wirklich schnell rein und muss sich da eigentlich gar keine Sorgen machen. Und wenn man dann mal was nicht versteht, dann helfen einem Leute auch oder man wiederholt es nochmal langsam für dich. Oder meine Lehrer waren da auch immer sehr, sehr verständnisvoll am Anfang. Aber es ist, war eigentlich kein Problem. Sehr schön. Emily, siehst du es ähnlich? Ja, also ich stimme zu 100% zu, man muss sich da keine Sorgen machen. Mein Englisch war auch nicht perfekt. Aber ich würde sagen, bei mir zumindest war es so, dass alle das so wertgeschätzt haben, dass man es wenigstens versucht, weil die meisten Amerikaner können keine zweite Sprache. Und wenn sie das können, dann nur irgendwelche so Wörter, die also wahrscheinlich nicht mehr einen Satz bilden. Und du gehst dahin, also die schätzen es einfach nur wert und die finden es cool und die möchten was über Deutschland wissen und sowas. Und wenn sie das nicht verstehen, dann fragen sie nochmal nach. Aber bei mir war das alles sehr respektvoll und da muss man sich auch also keine Sorgen machen eigentlich. Das geht wirklich schnell, bis man alles versteht und bis man dann auch fast alles ausdrücken kann. Das geht wirklich schnell. Sehr schön. Gab es denn sonst Bedenken, die ihr hattet im Vorfeld, bevor ihr ausgereist seid? Und haben die sich bewahrheitet oder konntet ihr da sehr schnell realisieren, dass es unnötig war, sich da Sorgen zu machen? Mathilda, willst du anfangen? Ich weiß nicht. Ja, also ich hatte tatsächlich nicht wirklich viele Bedenken, weil ich einfach es auf mich zukommen lassen wollte und nicht wirklich, also nicht zu viel drüber nachdenken, auch was jetzt kommt oder nicht kommt, genau. Ja, also ich habe das auch eher auf mich zukommen lassen. Ich hatte ein bisschen die Bedenken, nicht so Leute kennenzulernen. Also ich hatte einfach Angst, dass ich dann also keine Menschen kennenlerne, auch gerade weil es halt eine sprachliche Barriere gibt. Es hat sich nicht so wirklich bewahrheitet. Also wenn du einmal deine Freundesgruppe hast, dann musst du dich da kein, also musst du dir wirklich keine Sorgen mehr machen. Und das geht auch schnell. Du musst dich also kannst dich in der ersten Pause einfach zu irgendeinem Tisch dazusetzen und sagen, hey, ich bin eine Austauschschülerin aus Deutschland und also so, die kennen dich und du kannst dich da jeden Tag dazusetzen und du musst sie, also ja, du lernst immer irgendjemand kennen. Wenn du offen bist und jeden versuchst, also deine Chancen nimmst, dann muss man sich da eigentlich keine Sorgen machen. Ja, also ich denke auch, dass die AmerikanerInnen sind insgesamt ja sehr offen und gesprächsbereit, und freuen sich natürlich auch besonders, wenn Leute aus dem Ausland kommen. Also gerade AustauschschülerInnen haben normalerweise keine ja, Probleme, Anschluss zu finden und Leute zu finden, mit denen sie sich unterhalten können, mit denen sie gemeinsam Interessen haben. Und es ist natürlich auch schön, wenn ihr jetzt so große Schulen hatte, dass man viele Leute kennenlernen kann, aber auch in kleineren Schulen, da hat man dann eher
Da kennt man dann schnell alle gefühlt, ja. Also es hat beides seine Vorteile. Ja, wir haben, also beziehungsweise an alle, die zuschauen, ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen an die beiden. Da könnt ihr das Fragetool verwenden, falls ihr eine Frage habt. Wir hatten auch im Vorfeld eine Fragebox in der Story und da kam die Frage auf, welche Tipps ihr beiden habt für die Bewerbung. Ist ja bald Bewerbungsfrist, beziehungsweise dann gibt es ja ein Auswahlverfahren. Also was denkt ihr, dass da wichtig ist? Mathilda, vielleicht möchtest du wieder anfangen. Also ich würde sagen, es ist einfach wichtig, authentisch zu sein und natürlich einfach ihr selbst sein, viel über euch erzählen und einfach irgendwie auch zu zeigen, dass ihr das wirklich wollt, das Auslandsjahr und warum ihr es wollt. Euch vielleicht auch selber erstmal drüber klar werden, so warum will ich das machen und warum, weiß ich nicht, habe ich es verdient, das Stipendium zu kriegen. Genau, aber einfach ihr selbst sein und ja, euch keine Sorgen machen. Sehr schön, Emily. Ja, ich würde dazu stimmen. Ich war so, ich habe das auch versucht, einfach als positive Chance zu sehen und die zu nutzen. Seid da positiv. So es bringt, also das ist jetzt ein bisschen hart, aber niemand möchte wissen, wie hart euer Leben ist, sondern ihr wollt in die USA. Das wird eine coole Erfahrung. Und so, das Leben ist schön. Wenn da so jemand mit so einer richtig schlechten Laune drin sitzt, weiß ich nicht. Also ich würde mich freuen, jemandem ein Stipendium zu geben in der guten Laune. Und also auch mit vielen, mit den Menschen dort reden, bei dem Auswahltag. Bei uns war das online, aber halt in Person, dich mit denen unterhalten, auch was privat, also halt privateres, sowas macht ihr in eurer Freizeit, sowas, damit die halt auch sehen, dass ihr euch mit den Personen also so versteht und dass ihr das schafft, diese Connection aufzubauen. Ja, also es ist beim Auswahlverfahren wichtig, dass wir eben, wie es auch gerade schon geschildert haben, dass wir die ganze Person kennenlernen. Da geht es nicht nur um Noten oder alleine um die Motivation, sondern das Gesamtbild muss stimmen. Wir haben immer ganz tolle Stipendiatinnen, also es ist immer sehr ja, faszinierend auch. Also was für tolle Leute sich bei uns bewerben. Leider können wir nicht alle schicken, also es ist dann auch keine Wertung von euch als Person, wenn ihr es nicht bekommt. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl, aber die Menschen, die sich bei uns bewerben, also die Jugendlichen, die sich bei uns bewerben, die sind super toll. Also wir sind immer wieder beeindruckt, auch was da für Interessen bestehen, was für Hobbys ihr habt, wie ihr euch auch einfach präsentieren könnt, eure Motivation und euer Interesse an den USA einfach präsentieren könnt. Und das sind Dinge, die uns persönlich wichtig sind. Und dann ja, entscheidet das Gesamte. Und Emily hat es ja gerade schon erwähnt, also es gibt einen Auswahltag für diejenigen, die in eine engere Auswahl kommen. Der findet eigentlich in Person statt. Digital hat es aber jetzt die letzte Zeit auch geklappt. Genau. Und der ist dann immer so, ich glaube, Januar, Februar ungefähr um den Dreh rum. Ja. So, wir sind eigentlich auch schon fast am Ende angekommen, wenn da keine Fragen reinkommen. Was würdet ihr denn den Jugendlichen, die sich fragen, ob so ein Auslandsjahr das Richtige für sie ist oder auch ob die Burns-Stipendien die richtigen für sie sind. Was würdet ihr denen mitgeben oder so grundsätzlich? Emily, vielleicht kannst du da anfangen. Ich würde sagen, nutzt die Chance für ein Auslandsjahr. Ihr seid nur einmal jung, ihr geht nur einmal in die Schule. Ihr habt jetzt die Chance, nutzt die wirklich. Die ist so viel wert. Und auch ich verstehe, das ist auch gruselig. Ich hatte genau die gleichen Ängste, aber es ist wirklich wert, das zu machen. Ihr seid positiv und auch in eurem Auslandsjahr. Nutzt jede Chance, die ihr haben könnt. Wenn ihr einfach nur in eurer Gastfamilie liegen wollt, im Bett, dann könnt ihr das auch in Deutschland machen. Aber nutzt diese Chance wirklich. Sehr schön. Mathilda? Genau, ich würde mich nur Emily anschließen. Also es ist einfach so viele tolle Erlebnisse, so viele tolle Leute, die man kennenlernt. Natürlich lernt man auch die Sprache und es ist einfach wirklich so ein tolles Erlebnis. Und auch mit eurer Gastfamilie im besten Fall ist es wirklich wie eine zweite Heimat dann danach. Und genau, einfach, wenn ihr euch dafür entscheidet, es zu machen, seid einfach wirklich offen für alles. Probiert alles aus, habt keine Angst, irgendwie neue Sachen zu probieren. Oder neue Leute kennenzulernen, Leute anzusprechen. Es ist einfach irgendwie das Jahr, in dem ihr einfach alles ausprobieren könnt, euch ganz neu erfinden. Genau. Sehr schön. Also ihr habt es gerade sehr schön auch beschrieben. Wir erleben das auch immer wieder, dass wenn unsere Stipendiatinnen zurückkommen, dass sie sich einfach super weiterentwickelt haben, weil sie neuen Input bekommen haben, neue Erlebnisse, weil sie es auch einfach
ja, sich darauf eingelassen haben, auch wenn es vielleicht jetzt nicht unbedingt genau so wie in der Vorstellung war oder weil man auch sich manchmal auch gar nicht so viele Vorstellungen machen kann, was einen da erwartet. Aber ich denke auch, es ist eine Chance. Eine ehemalige Stipendiatin hat mal gesagt, es ist nicht einfach nur ein Jahr im Leben, sondern das Leben in einem Jahr. Und ich hoffe, dass sich viele da draußen motiviert fühlen, sich jetzt auch zu bewerben. Das war es eigentlich auch schon von unserer Seite. Wir haben jetzt keine zusätzlichen Fragen bekommen. Ich würde noch mal ganz kurz zusammenfassen. Die Burn-Stipendien werden vergeben vom DAZ, also im Deutsch-Amerikanischen Zentrum in Stuttgart. Unsere Entsendeorganisation ist AFS und die Firma Stiel ist auch ein Stipendiengeber. Bewerben können sich Jugendliche an Realschulen und Gymnasien, die im Regierungsbezirk Stuttgart leben oder hier zur Schule gehen, und gefördert werden 30 bis 80% des Programmpreises. Die Bewerbungsfrist ist, wie gesagt, am 31.10. diesen Jahres für das folgende Schuljahr, also 2023, 2024. Das war's von unserer Seite. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart und euch uns ein bisschen Einblick gegeben habt in euer Stipendienjahr. Es hat mich sehr gefreut. Ich bin gespannt. Wir haben ja jetzt auf unserem Burn-Stipendien-Instagram-Account, kriegen wir auch immer wieder was von unseren aktuellen Stipendiatinnen zu hören. Noah hat uns neulich schon was geschickt. Ich bin gespannt, auch was die zu erzählen haben. Und ich hoffe, dass wir uns auch mal persönlich begegnen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.